Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Checkpoint Challenge im Ferrari F2007, dem WM-Auto von Kimi Räikkönen, dem letzten Ferrari bis jetzt zumindest, der eine Fahrermeisterschaft gewinnen konnte. Wir sind auf dem Hungaroring unterwegs und wir gucken mal, wie es hier läuft. Checkpoint Challenge heißt, oh Gott, geiler Sound. Nee, Checkpoint Challenge heißt, sorry, das musste sein. Wir müssen möglichst viele Checkpoints durchfahren und kriegen jedes Mal einen kleinen Zeitbonus. Oh, das ist so eine geile Karre einfach. Oh Mann. Ach, das sind gar keine kleinen Checkpoints. Ich habe mich jetzt auf die Trainingssitzungs-Checkpoints vorbereitet. Aber es sind ja logischerweise Tore, die auf der gesamten Strecke sind. Ein bisschen untersteuernd ist aber schon, ne? Ja, die 2007er und 8er Autos, die sind super detailliert, also du siehst extrem viel ausgearbeitete Sachen. Die haben überall ihre kleinen Dinge obendrauf. Die Eselsohren zum Beispiel, links und rechts von der Nase. Quasi diesen einen Flap beim Frontflügel, der über der Nase nochmal ist. Alles wild hier bei dem Auto. 9,5 Kilometer Gesamtdistanz müssen wir absolvieren, also etwas mehr als zwei Runden. Das sollte hoffentlich machbar sein. Aber der ist auch gut fahrbar. Der hatte auch damals eine Traktionskontrolle. 2007 die letzte Saison, in der es die Traktionskontrolle gab. Auch zumindest Stand jetzt, 2022. Irgendwann kommt sie vielleicht ja mal wieder. Mal schauen. Aber wir haben jetzt gleich am Ende der Geraden die halbe Renndistanz schon abgeschlossen. Ja, die V8-Motoren, die waren aber auch nicht so leistungsstark, ne? Also, der ist jetzt nicht so unendlich stark, auch wenn er extrem hoch dreht, geil klingt. So dass man eigentlich sehr spät auch bremsen kann. Und der fährt sich übrigens top. Also, die Fahrzeuge hier in F1 2018, die Classic Cars, fahren sich echt gigantisch gut. Ich denke, in 2017 war es ähnlich. In 2020 habe ich mich letztes Mal ein bisschen schwer getan mit denen. Keine Ahnung, was da genau los war, aber hier, du strampelst einfach drauf und alles ist gut. So, 15 Sekunden wieder Bonus. Ah, das sieht ganz gut aus. Ich bin bis 8 Sekunden gerade gekommen, also solange wir bei 5 plus Sekunden oder so sind, ist alles in Ordnung. Ja, hier sind wir immer noch bei 8 Sekunden Restzeit oder so. War doch nicht 8 Sekunden. Ich habe bei 23 hochgeguckt. Ja gut, habe ich ein bisschen zu spät wahrscheinlich geschaut, ne? Waren wahrscheinlich so 10 Sekunden, bei denen wir den nächsten Checkpoint eingesammelt hatten. So, der nächste dürfte hier auf Startziel sein. Sehr schön. Und damit ist, glaube ich, auch garantiert, dass wir fast den gesamten ersten Sektor abschließen können und damit auch die Renndistanz hier absolvieren, die wir benötigen. Ah. Okay, doch nicht der erste Sektor. Krass. Aber jetzt haben wir den ersten Sektor auf jeden Fall. Safe. Über 10 Kilometer. Mal gucken, kriegen wir vielleicht noch mehr hin. 11. Gibt es hier noch Checkpoints? Kommt da noch einer? Ja, da. Ah, knapp. Aber nice. Ja, geil. Werte Damen und Herren, auch hier bitte. Psst. Nichts dem Red Bull-Konzern erzählen, dass wir hier Ferrari fahren. Psst, niemandem sagen, das ist alles geheim. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch raus, wenn wir beim nächsten Video dabei sein. Dann geht's weiter mit F1 2018 oder sonst was.